So, jetzt hätte ich gerne ein kleines Programmchen, das drei Bereiche unterscheiden kann. Wenn die Variable x unter 123 ist, dann soll in der Variable y danach 0 stehen. Wenn x zwischen 123 und 456 ist, einschließlich jeweils, dann soll 1 in der Variablen y stehen und wenn x drüber liegt, soll 2 in der Variablen y stehen. Das könnte zum Beispiel für irgendeine Steuerung sein, irgendeine Messgröße, die gibt es in drei Bereichen und ich möchte jetzt diese drei Bereiche unterscheiden. Das erste, wo man sich reinlegen kann, ist, dass man so einen mehrfachen Vergleich versucht in C. Das geht nicht. Sie können nicht sowas schreiben wie if 123 kleiner gleich x kleiner gleich 456. Das können Sie nicht schreiben. Die Vergleiche in C sind immer nur zwischen zwei Zahlen. Sie können nicht so einen Dreiervergleich schreiben. Sie könnten sich rauslügen mit einem und auf diese Weise. Dann haben Sie dasselbe wie in der Mathematik. 123 ist kleiner gleich x und x ist kleiner gleich 456. Brauchen wir aber beides nicht. Wir können uns ohne doppelte Vergleiche rauslügen. Das würde ich nämlich so machen. Ich starte erstmal mit y gleich 0. Dass ich sage, Hypothese, das x ist unter 123. Dann ist das erledigt. Und dann gucke ich nur, ist das x denn über 123? Sowas. Ist das x über 123? Dann steht ja ein y im Zweifelsfall nicht mehr 0. Und wenn das über 123 ist, muss ich noch ein bisschen vorsichtig sein, dann muss ich gucken, ob es auch über 456 ist oder noch drunter liegt. Bis 456 ist, sollte ich sagen. Und das mit einem else. Die beiden Sachen müsste ich unterscheiden. So könnte man das tun. Wenn es über 456 ist, naja, dann soll y gleich 2 werden. Und wenn es ab 123 aufwärts ist, aber nicht über 456, dann können wir y gleich 1 setzen. So könnte man das machen. Zum Beispiel eine von 1000 Möglichkeiten. Einige hatten auch eine Lösung mit dem else-if. Da wird es viele Möglichkeiten geben. Ich glaube, das hier wäre die kürzeste. Ich sage erstmal hypothetisch, wir sind in dem unteren Bereich und jetzt gucke ich, ob wir nicht doch woanders sind. Sind wir nicht doch woanders? Das ist dieser Vergleich. Und dann gucke ich, sind wir denn in dem obersten Bereich? Dann ist y gleich 2. Sonst, wenn wir da nicht sind, sind wir in dem mittleren Bereich. Wenn Sie die Lösung mit else if haben, ich mache jetzt mal ganz kurz, wie schreiben Sie das? Dann haben Sie ein if-Bedingung, da steht eine Bedingung. Dann führen Sie irgendwas aus, das steht dann da drin. Und dann kommt vielleicht ein else und dann könnte man da ein if noch bringen. So könnte das aussehen mit einem else if. Das else hat ja nie eine Bedingung, aber Sie können in dem else noch ein if verstecken. Also wenn diese Bedingung erfüllt ist, tue das. Dann sind wir fertig. Wenn diese Bedingung oben nicht erfüllt ist, gehen wir in das else und prüfen, ob diese Bedingung erfüllt ist und sind dann da.